So, heute ist der zweite Tag unseres Bayerbach-Urlaubs, Montag. Temperatur 26 Grad, die Sonne scheint und wir fahren heute zum Forellenessen in die Tschechische Republik. Und jetzt aber erstmal zum Mediamarkt. Dort haben wir noch etwas zu erledigen. Meinen Fehler wieder gut machen. So, und dann fahren wir weiter. Insgesamt sind es 137 Kilometer. Die Strecke führt über Passau. Kurze Strecke habe ich eingegeben. Und dann führt er uns wieder über schöne Nebenstraßen. Und dann schauen wir mal, wie das heute so wird. So, und dann geht's los. So, der Grund, warum wir jetzt nochmal in den Mediamarkt fahren müssen, ist einfach der, weil ich Depp mal wieder vergessen habe, den Lockenstab, den meine Frau mir rausgelegt hat zum Einpacken in den Spider, habe ich mal wieder übersehen und ihn nicht eingepackt. Nun müssen wir einen neuen kaufen, das wäre jetzt Nummer 4. Nur für diejenigen, die sich das Video ansehen und fragen sich, warum musste der jetzt im Mediamarkt? Und jetzt wisst ihr es. Angekommen in der Universitätsstadt Passau. Aktion Lockenstabkauf ist beendet. Jetzt fahren wir weiter nach Tschechien in ein Restaurant, in dem wir frische Forellen essen werden. Hoffentlich haben sie auf. Thank you.
Auf dem Weg zu unserem Forellenessen sind wir nicht direkt unten an der Donau entlang gefahren, durch Passau durch, sondern sind noch ein kleines Stück durch die Altstadt gefahren und dann über die Donaubrücke, über eine von den Donaubrücken, und haben dann Passau wieder verlassen. Ja, hier links in diesem Antiquitätengeschäft haben wir vor Jahren, als wir mal mein Kumpel und ich und meine Frau und seine Frau mit dem Motorrad hier lang gefahren sind, so einen germanischen alten Teller gekauft mit so Runen drauf. Ob der natürlich echt ist, ja, das weiß ich nicht. Aber er sah ziemlich echt aus. Glauben wir es mal, dass er echt war. Aber ich wollte nur sagen, so ist das. Man kommt doch in den Städten, wo man schon mal gewesen ist, hin und wieder vorbei und hat dann die Erinnerungen. Hier sind wir schon in Tschechien, auf einer kleinen schmalen Straße zu unserem Fischrestaurant. Die Straße ist gar nicht mal so schlecht. Ja, da gibt es also in Deutschland weitaus schlechtere Straßen.
Hier habe ich noch ein Video, das gehört ja eigentlich nicht her. Das ist noch von dem ersten Teil von unserer Tour zum Arbersee. Ich habe das aber jetzt erst entdeckt und deshalb mache ich das hier mit rein, weil ich euch das nicht vorenthalten möchte. Das ist das die Stelle, Jörg, wo du dich erinnerst, als wir oben an der Tankstelle umgedreht haben. Und da war die Straße so schön gerade, bevor wir nachher unten rechts abgebogen sind zum Arbersee. Da bist du an uns so richtig mit Schmackes mal vorbeigefahren, weil es sich mal gejuckt hat. Ja, und ich konnte mir das natürlich nicht nehmen lassen, hinterher zu donnern. Ne? Kannst dich dran erinnern, ja? So, und hier sind wir wieder auf dem Weg zu unserem Restaurant. So, und hier kann ich wieder anschließen an das Video, also an den Ausschnitt von vorhin mit der Frontkamera, als ich gesagt habe, dass mit den schmalen Straßen in Tschechien, dass die gar nicht so schlecht sind. Das ist jetzt mit der Heckkamera, wie man sieht. Dann haben wir aber leider kein schattiges Plätzchen mehr. Wo? Alle Tische sind belegt. So, jetzt fahren wir wieder voll gefressen los. Ich glaube, niemand von uns hat bereut, dass wir hier waren. Die Portionen waren schön groß, wir sind alle satt geworden. Es hat sehr gut geschmeckt. Ja, und über den Preis, da braucht man nichts weiter zu, keine Worte zu verlieren. Ich denke mal, wenn ich vorsichtig schätze, in Deutschland hätten wir da mindestens 60%, 70% mehr bezahlt. Also es war schon sehr, sehr angenehm.